Informationen für den komischen ehemaligen Halbdudi erledigt haben. Also wir haben natürlich noch ein paar Nebenmissionen offen. Noch ein Dino holen? Nee, ich kaufe nicht noch einen Dino. Ich habe weder Platz noch Nutzen dafür. Wenn es danach ginge, hätte ich mir im Spielzeugladen alles gekauft, was ich da gefunden hätte. Vor allem, weil so viel im Angebot war. Aber nein, nein, ich bin vernünftig geblieben. Okay, wir sollen hier hoch und mit Leuten reden. Mit dem hier anscheinend, mit Lloyd. Du redest doch nur Blödsinn. Lloyd. Ach, hör doch auf. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd, geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Ist das jetzt eine Willkommen Kirche? Im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Lager der Mitte, sagst du. Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen, Commander. Du weißt, wer ich bin? Nein, du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Sorry! Ah, oh, kann er nicht, hat er nicht gesagt. Oh mein Gott. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Die Leute nennen den guten Mann hier Big Daddy. Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer,
Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Jareno, hallöchen! Okay. Die nächste Aktion. Erst dann ist Big Daddy Lloyd bereit, mich und meine Gefährten hier aufzunehmen. Ah, guck mal, jetzt ziehen wir dann alle ein. Nice. Wie geht's euch? Wie war euer Sonntag so? Was habt ihr Schönes gemacht und habt ihr was Tolles gegessen? Ich habe was Tolles gegessen. Ich habe vergessen, was ich gegessen habe, aber Mama hat das gemacht. Also war es auf jeden Fall toll. Moment mal. Wo soll's denn hingehen? Lass mich raten. Du bist hier der strategische Offizier. Ach, noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Das ist ein ziemlich nerviger Hund. Boah, Cordon Bleu habe ich auch mal so Bock wieder drauf. Ganzen Tag am Rechner am Final Fantasy 14 unterwegs Tokens gefahren. Ja, why not? Einfach mal nichts tun. Auch feini. Deine beiden frühen Schichten nur hinter dir gelassen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe wieder eine wilde Woche mit ganz wilden Schichten. Ich habe jetzt spät, also sehr spät Schicht, dann habe ich sehr früh Schicht. Dann habe ich, glaube ich, Mittelgeschichten. Und das war's. Heute bei Mama. Sie schafft es jetzt wieder bis zu mir. Hat also alles wie, also ist doch super. Essen gab es Spare Ribs und Löße. Oh Gott, auch so gut. Bei meinen Eltern gab es irgendwie so Gemüse, dann gab es da Kohlrouladen, Kartoffeln, Soße und noch so anderes Fleisch. Alles wieder wie vor der ganzen OP, ja nice. Das ist doch schön, wenn dann alles so langsam oder wenn es wieder da ist, wo es mal war, gesundheitlich. Oh, Cordon Bleu, hätte ich auch so Lust drauf mal wieder. Aber es muss gutes Cordon Bleu sein, nicht so dieses 2,50 Euro Cordon Bleu aus der Kühltruhe, wobei das ist auch okay für mich. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Das ist ein essendes Pony. Ja. Geil. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Waren welche aus dem Kühlregal. Ja, es gibt ja diese 2-Euro-Dinger aus dem Kühlregal in diesen 1-Kilo-Beuteln, aber dann gibt es ja auch die besseren aus dem Kühlregal. Ah, nicht aus der Tiefkühle, okay. Ja. Ja, die aus dem Kühlregal sind ja schon mal immer besser, als wenn du diese tiefgefrorenen Kilosäcke kaufst. Mag die aber auch. Aber ich versuche die nicht mehr zu kaufen. Genauso wie ich es eigentlich nicht versuche, mir doch diese 1 Kilo Lasagne, die muss, wenn es mir richtig schlecht geht, kaufe mir so ein scheiß Kilo billig Lasagne und fratze mir das ins Gesicht. Das ist dann so meine Nervennahrung, so ein Kilo Lasagne für 3 Euro. Nur Schmutz reingeschaufelt. Für einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Fresse. Nein, nein, nein. Verstanden. Tatsächlich? Naja, das werden wir ja sehen. Kälte gestiegen, weil ich ihm nicht widersprochen habe. Okay. Was gefällt? Ja, nice. Ja.
Stimmt, wenn es immer diese fertig gepressten Dinger sind, die alle 200 Stück gleich aussehen, ist auch mal ein bisschen unheimlich. Die McDonald's Nuggets. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Ja, in der Kuppelstadt ist jetzt auch nicht mehr so viel zu holen. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens 3 brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Crony? Und beeil dich besser damit, bevor die Mutanten wieder angreifen. Crony O4, eine Kampfdrohne der Alp, steht unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps! Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Falk, ein sehr guter Kleriker-Scout, unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Hast du noch jemanden? Kaya, eine mächtige Kampfmagierin der Berserker, gehört zu meinen Gefährten. Starke Magier sind sehr effektiv. Von der Sorte könnten wir ruhig ein paar mehr gebrauchen. Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser. Duras, ein Krieger der Berserker, kämpft an meiner Seite. Sehr gut. Die Berserker verstehen es, sich gegen die Alps zu wehren. Und dafür gibt es auch noch Erfahrungspunkte. Nice. Ray, ein ausgekochtes Schlitzohr der Outlaws, kämpft an meiner Seite. Ja. Wir haben eigentlich schon genug Ganoven hier im Lager, aber meinetwegen. Wir haben auch alle Gefährten getroffen, die es gibt, oder? Wir brauchen immer noch ein halbes Level. Für mehr Erfahrung! So, wir fragen jetzt erstmal, was die... Du bist aber ein Feini. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Harley. Ich dachte, da kommt jetzt eine Irre mit einem Baseballschläger. Hätte mir gefallen. Ah, verdammt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade keine Zeit. Muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Du bist Mechaniker? Hi, ich bin Harley, stellvertretender Werksmeister der 4. Kolonne des Horns von Ignadon. Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Weil ich ein Feini bin? Oder weil ich ein Baseballschläger bin? Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten.
Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Harley. Ist das wirklich dein richtiger Name? Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ach, Harley, wie Motorrad. Naja, vergessen wir das. Wie viel Erfahrung hast du mit Flugmaschinen? Und von welchem Jetpack-Typ sprechen wir hier? Ich hatte da etwas Größeres im Sinn. Unseren Gleiter. Größer? Ha, das ist ja mal endlich was Interessantes. Du redest von den Gleitern der Alps, nicht wahr? Mhm. Okay, warte mal. Vor einigen Tagen ist eine ihrer Maschinen in Edan runtergekommen. Sofern sie dort noch keiner geborgen hat, müsste sie auch immer noch da sein. Könntest du den Gleiter bergen? Ha, das ist dein Ernst, nicht wahr? Hm, ja, scheiße nochmal. Es ist dein Ernst. Okay, als der Wahnsinnige das Ding da oben in den Berg versenkt hat, konnte auch ich mich kaum mehr halten. Das ist die Gelegenheit, sagte ich mir. Ja. Also ging ich rüber zur alten Observierungsstation und schaute mir das Wrack des Gleiters genauer an. Leider war da bis auf ein bisschen Kleinkram nichts Brauchbares mehr zu finden. Ach ja? Und was ist mit dem Gleiter selbst? Tja, Kumpel, das Teil ist nicht mehr viel wert. Da ist so einiges zu Bruch gegangen beim Absturz. Wenn wenigstens noch das Triebwerk intakt wäre, könnte man es irgendwie hierher schaffen, aber so... Kannst du das Triebwerk nicht wieder reparieren? Um es wieder fit zu machen, bräuchte ich einen hochleistungsfähigen Hydraulikkonduktor. Aber so einen findest du nicht einfach so auf der Straße. Entweder du plünderst einen anderen Gleiter der Alps, naja, oder du schlachtest einen dieser Kampfkolosse der Baureihe 7300 aus. Die haben auch noch einen dieser überdimensionierten Konduktoren verbaut. Tja, schade, aber so sieht's nun mal aus. Schön, dass wir darüber geplaudert haben. Hm, zumindest gibt es Optionen. Das heißt, es ist... Irgendwelche behinderten, schreienden Kinder. Nicht unmöglich. Ja, guter Witz, nicht wahr? Du bist in Ordnung, Kollege. Kampfkoloss der Baureihe 7300? Mann, Mann, du lässt nicht locker, was? Okay, pass auf. Wir Mechaniker hatten damals vor einigen Jahren im Hort einige dieser Maschinen von unseren Bändern laufen lassen. Leider hatten sie eine schadhafte Steuereinheit. Irgendwo in den südlichen Gebirgszügen von Ignadon ist bestimmt noch eine von ihnen aktiv. Ich habe dort zuletzt eine von ihnen gesehen. Ziemlich unkontrollierbar und mordsgefährlich. Ich würde so einem Ding besser nicht zu nahe kommen, wenn ich du wäre. Also es, ein paar Tage können ja auch 27 Tage sein, also von daher... Dieses freundliche Biest da drüben. Dein Haustier? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh hergekommen ist. Auf einmal war es da. Weißt du, so etwas stört mich nicht. Solange es nicht meine Schrauben frisst. Ist ja nett mit dir zu... Okay, für ihn müssen wir das Ding noch organisieren. Klingelt das hier um die Zeit? Nächstes Mal einen QR-Code an die Tür, worüber man donaten kann mit einem Text-to-Speech-Ding. Falls sie irgendwas wollen. Vor allem, jetzt war auch nicht die Klingel draußen, das war die Klingel drin. Das macht es halt noch ein bisschen merkwürdiger. Weil das klingelt dann unterschiedlich bei mir. Was ist die
Inhouse-Klingel ist oder die Außerhaus-Klingel. Ah, da hinten ist noch jemand. Wir können, glaube ich, mit Annie da unten noch reden. Aber eigentlich, was Aufsteigen hier angeht, hat schon einiges gedauert. Also, wenn man jetzt so Ingame-Tage sieht. Hi, ich bin Annie. Bist du hier, um etwas zu spenden? Sehen wir eigentlich irgendwo? Ja. Das ist sehr gut. Du kannst dir sicher sein, dass jeder Splitter, den du spendest, in den Ausbau unserer kleinen Gemeinde fließt. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne für eine bestimmte Sache spenden. Gefällt dir die Dekoration nicht? Oder vielleicht fehlt dir eine Werkbank? Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Also, wie sieht's aus? Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Wir können den Ort verändern? Wie cool. Wir haben jetzt einfach einen Händler gekauft. Hallo. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Wusste ich alles gar nicht. Hier, Kettensäbel, krass. Verkauft sogar gutes Zeug. Wieso habe ich so viel Geld? Ich habe geplündert wie ein Verrückter. Okay, cool. Es ist halt alles neu für mich hier. Keine Ahnung, was wir hier... So, jetzt müssen wir noch da irgendwie über die Brücke. Dann müssen wir den Kampfkoloss töten und dann müssen wir noch die Mission für Kaya machen. Denn die hat uns ja gesagt, ich habe ein Bauchgefühl, wir sollten da jetzt vielleicht hingehen. Hallo. Ist das Loot? Hey, du! Was glaubst du, wo du da hingehst? Nach draußen. Das hier ist Sperrgebiet und du hast hier nichts verloren, Mann. Nach Sperrgebiet sieht das hier gar nicht aus. Soll ich vielleicht noch ein paar Zäune für dich aufbauen oder was? Schnauzt du jeden gleich an, der hier vorbeikommt? Hey, Mann, das ist eine gefährliche Gegend hier. Nur ein Schritt in die falsche Richtung und du bist erledigt, Mann. Also schwing deinen Hintern besser hoch in unser Lager. Oder verschwinde besser gleich ganz von hier, wenn du nicht als Mutantenfutter enden willst. Euer Lager ist nicht besonders gut befestigt. Nein, Mann. Aber was erwartest du von ein paar heimatlosen Kämpfern, die versuchen, eine Bleibe zu finden? Wir versuchen, unser Leben hier draußen zu bestreiten, wie es eben geht. Und müssen nehmen, was wir kriegen können. Mutanten sind überall auf Magalan. Mag sein, aber die in dieser Gegend sind besonders hartnäckig. Ich habe schon elendig viele von ihnen platt gemacht, aber sie kommen immer wieder. Mittlerweile sind es schon mindestens 10 Mutanten in der Nähe. Sie scheinen nur auf den richtigen Moment zu lauern, um unser Lager anzugreifen. Hm. Ich könnte dir bei deinen lauernden Mutanten helfen. Ja, oh Mann, das ist eine gute Idee. Yo, Mann. Zusammen sollten wir eine Chance gegen die Biester haben. Ich sag dir, wie wir es machen. Du lockst sie einzeln zu mir hier rüber und wir machen sie dann gemeinsam platt hier oben, okay?
Maggie, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es gab auch bei dir was Leckeres zu essen heute. Ja, ganz entspannt. Weil wir haben ja ab Dienstag, Dienstag ist Slice of Pie am Start. Morgen machen wir keinen Stream und Dienstag auch nicht. Vielleicht. Mal schauen. Ein bisschen Porsche in den Teer drücken hier, damit wir auch nicht wieder drei große Spiele am Laufen haben, sondern nur zwei. Selbstgemachte Pizza. Was gab's mit Pizzageschmack? Risikominimierung für die eigene Haut? Dachte ich's mir doch. Erst große Töne spucken und dann doch kneifen, was? Pass auf, Kollege, ich kann hier nicht weg. Ich habe den Auftrag, das Lager zu beschützen. Wenn die Viecher das Lager angreifen, bin ich die letzte Bastion hier draußen, verstehst du? Auf keinen Fall werde ich meinen Posten verlassen. Also entweder machen wir es so, wie ich es gesagt habe, oder gar nicht. Also mach schon und lock die Mutanten hierher. Am besten einzeln, okay? Ich töte die einfach alleine mit Kaya, halt ein Maul. Wer tötet eigentlich die ganze Zeit diese laufenden Wühler? Ich krieg da die ganze Zeit diese Status-Upgrades hier unten. Okay, so geschmacklich Pizza, okay. Ja, ich muss Prioritäten die Woche setzen, so ein bisschen was Zeit und Timing etc. angeht, deswegen. Muss ich gucken, wie ich das mit Lies of Pi mache die nächsten Tage, aber erstmal, ich habe ja sonst auch Mittwoch frei, dann kann man da einfach schon früh starten, aber ich schau mal. Ich schau mal, wie das alles passt und klappt und zeitlich. Ja, Mittwoch wäre ja auch noch Dienst wahrscheinlich. Wenn, maybe, ist das jenes. Bin ich überlevelt für hier? Habe ich einfach nur ein sehr starkes Schwert. Ich finde Schinken auf Pizza gar nicht so nice. Find ich gar nicht. Du warst in Kapitel 1 schon in der Base. Oh, krass. Ja, wir sind da ja nie aus der See lang gelaufen. Alter, der hat ein richtig hässliches Krotum. Das weiß ich gar nicht, weil ich die Demo ja, glaube ich, im Steam gespielt habe und das Game über dem Xbox Game Pass habe. Ich wollte noch schauen, ob ich mir die Vorbesteller-Boni separat dazu kaufen kann. Das ging bei Starfield, gab es die Möglichkeit, dass man einfach irgendwie einen Zehner bezahlt, damit man die Pre-Order-Sachen kriegt, aber das Game trotzdem im Game Pass ist. Also, dass man nicht das Game komplett bezahlt, sondern einfach nur die Zusatzinhalte aus dem Pre-Order dazu kriegt. Weil ich hätte schon irgendwie lustigerweise gerne dieses klassische Pinocchio-Outfit. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Dass das ein kuscheliges Häuschen ist.
Bitte, tu uns nichts. Wir versuchen doch nur friedlich hier zu leben. Nimm dir, was du brauchst, und dann geh bitte wieder. Erzähl niemandem, dass wir hier leben. Spielt aktuell Breath of the Wild. Es gibt so viel, was einen ablenkt von den Hauptmissionen, abgesehen davon, dass die Frau sich eh nie merken, was die Hauptmissionen sind und Questtexte nicht liest. Boah. Ja, das könnte... Naja, ist... wegen den Baufunktionen, oder? Das ist halt auch so ein Ding, da muss man auch, ja. Würde ich meinen Eltern nicht mehr zutrauen. Heldenbrief 4. Heldenbrief 6. Vergebte Spielanleitung. Oh mein Gott, die haben mir Dungeons and Dragons gespielt. Wo sind hier die Fackeln? Danke, dass es überhaupt nichts bringt, die Magnesiumfackel. Ich hätte es gerne in heller gesehen. Geil, wie die hier sitzen. Der Wühler weggelaufen. Geht doch. Ich lauf mal da lang. Oh, da ist was. Ah, okay. Das war 2 Tage auf dem Plateau fest. Ja, ist halt auch, ja. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Für ältere Menschen auch nicht ganz so einfach mehr. Vorsicht! Genau. Das ist die Hauptsache. Wenn das funktioniert und so.
Ja, ist ja auch immer eine Herausforderung und so ein bisschen hirnanstrengend, manche Games. Guck mal, der ist tot. Ja, meinem Dad kann man keine Games mehr anvertrauen. So, jetzt haben wir auch nur einen Gegner. Und er fällt auf mich rauf und er zeigt mir seinen unglaublich soliden Hintern. Dann 2 Stunden auf die Boss draufgeholzt. Ja, schön. Ohne Scheiß Ausdauer. Die ich hab nur 3 dasselbe. Bin durchgestorben mit einem Magier, den sie wie ein Tank gespielt hat. Aber wie gesagt, ja. Solange es Spaß bringt. Ist doch schön dann. Eigentlich wollte ich nur die Mutanten töten, ne? Auf dieser Berg voll tot. Wow. Bleib mir für dich looten. Uiuiui. Okay, das haben wir für ihn erledigt. Jetzt brauchen wir noch das Triebwerk. Gucken wir mal. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist.
Schon ein bisschen, ja. Was ist denn hier unten los? Jetzt mach keine Zicken, her mit der Kohle. Aber ich habe euch doch schon alles gegeben, was ich habe. Erzähl keinen Scheiß. Ich weiß, dass du noch mehr Splitter in deinen Taschen hast. Her damit, oder ich schneid sie aus deiner Hose. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich sage die Wahrheit. Du hast es nicht anders gewollt. Hör auf, den Kleriker zu hauen! Kluge Entscheidung. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ohne dich hätten mich diese Banditen umgebracht. Die Banditen haben mir alles abgenommen. Du darfst dich gerne an ihren Leichen bedienen. Möge Kalan dich beschützen, Fremder. Keine Zeit. Es hat eine komplett andere Stimme. Gut. Kostenlose Erfahrungspunkte. Der hat ein bisschen Frosch-Vibes, der Gegner. Ich weiß gar nicht, was so. Ich überlege gerade die ganze Zeit so ein bisschen, was war denn das letzte Game, was mein Vater so gezockt hat von den neueren Sachen. Ich glaube, das letzte war wirklich Doom nochmal. Also das neue. Aber das war dann auch schon Ticken zu viel. Sonst waren es Painkillers, Sugar Sam und so die Sachen noch. Fällt jetzt in die Lava. Ausgezeichnet. Dieses Teil wird noch einmal wichtig. Er ist fast in die Lava geplumpst. Neue Erkenntnis. Dann gehen wir mit Kaya erstmal weiter. Oder gehen wir zurück in die Siedlung? Ne, wir gehen zurück in die Siedlung. Vielleicht kriegen wir genug Erfahrungspunkte fürs... Die haben noch bestimmt einen Teleporter. Verdammt. Ich kenne Xarkur ziemlich gut. Lass uns gehen. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ja, die haben einen Teleporter. Antialüchen. Überall nur Eis und Schnee. Es ist überwältigend. Das ist das Elex, das die Alps im Eispalast sammeln. Es müssen wahrlich riesige Unmengen davon sein. Und doch haben sie eine Elex-Ader in ihrem eigenen Land übersehen. Wir werden sie finden. Es läuft wie das letzte Mal. Ich werde der Spur nachgehen und du wirst mir den Rücken frei halten, okay? Komm. Ich will hier so schnell wie möglich wieder weg. Und nee, das habe ich auch nie gehört beim Zocken und solche Sachen. Wurde ja auch schon mit was
für ein Alter auch immer an Commodore gesetzt. Schön Boulder Dash und Co. gespielt. Wieso sprintet sie denn auf einmal? Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass aus mir irgendwas geworden ist. Außer eine riesige Täuschung für mich selbst. Das ist Quatsch. Ich fürchte, wir müssen da irgendwie hoch. Bleib bei mir. Nee, du bleibst hinter mir. Ich gehe da hoch. Mann. Macht's dann ja echt nicht einfach hier. Ich hoffe, ich komme morgen während der Arbeit wieder. Wieso solltest du? Hä? Meine Deutschlehrerin hat es damals sogar gelobt, dass ich so viel zocke, weil man... Beim Zocken habe ich lesenmäßig gar nichts gelernt. War richtig kacke. Ich überlebe. Ich könnte sagen, ich bin ein Überlebenskünstler. Das war wohl nichts. Boah, Frau. Es ist kalt. Bitter kalt. Mehr als sonst in dieser Gegend. Wir sind hier genau richtig. Irgendwo unter uns ist eine große Elex-Ader. Gib mir nur einen Moment. Ich versuche mich zu beeilen. Stör mich jetzt nicht. Ich brauche einen Moment. Okay. Dein Körper ist merkwürdig. Wenn er auf der Arbeit alles voll kotzt, dann kann er nach Hause gehen. Anleitung dauerhafter Heiltrank.
Ach, du könntest auch einfach auf der Arbeit alles vollkotzen, indem du dir den Finger in die Hals steckst. Ist zwar nicht so gesund für die Zähne, wenn man kotzt, aber hey. Okay, ich bin soweit. Es war nicht so leicht. Es gibt viele Störquellen in diesem Land. Aber ich denke, ich habe alles erfahren, was die Stelle hier hergibt. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, warum das reine Elex die Lebewesen emotionslos macht. Es hat etwas mit der Gleichschaltung der Signaturen des raffinierten Elex zu tun. Es dient keinem höheren Zweck. Es ist einfach ein Ergebnis der Ordnung der Elemente, aus denen ein Elex besteht. Gleichschaltung der Emotionen also. Ja, richtig. Es ist wie beim Magnetismus. Es gibt ein natürliches Gleichgewicht zwischen synthetisch und emotional, also rein rationalen Gedanken und dem völligen Gefühlschaos. Ähnlich wie man einfaches Eisen magnetisieren kann, lässt sich auch der menschliche Geist fokussieren. Das reine, geordnete Elex verursacht eine gewaltsame Gleichschaltung der Emotionen im Körper des Konsumenten. Jemand, der diesem geistigen Druck nicht standhält, wird zum Mutanten. Ganz einfach. Hm. Kennst du noch ein Elex-Vorkommen dieser Art? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass mich noch ein paar Tage darüber sinnieren. Ich melde mich bei dir, wenn ich soweit bin. Gefährliche Gegend. Ich glaube, ich hätte so Sachen kann ich nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie ätzend das ist, wenn man ständig kotzt und sich und übergibt und solche Sachen. Ich hatte das halt nie. Ich kann das. Ich glaube, das ist sehr unangenehm. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich übergibt von gewissen Flüssigkeiten. Aber aufgrund von übel nervös, Schwindel. Schlecht gegessen. Oh no. Ich trinke schlechte Milch und die bleibt drin, also. Ich habe ja mal gehört, natürlich, der natürliche körperliche Reaktion ist es, wenn man schlechte Milch trinkt, dass man sich übergibt, so. Ich nicht. Und das habe ich auch nicht. Ich habe auch das andere Ende. Hatte ich noch nie einen Kirmes mit. Auch wieder nur nach Unmengen Flüssigkeitskonsum. Und dann ist das auch nicht schlimm. Dann ist das halt einmal raus und dann ist auch gut. Deswegen, wie gesagt, hatte ich ja schon 100.000 Mal, glaube ich, wenn Leute sagen, boah, das brennt immer zweimal, wenn man es isst. Nö. Ey, nicht. Keine Ahnung, was du redest. Magen ist schon super. Allgemein so auch in meinem fortgeschrittenen Alter jetzt, da kenne ich ganz andere Leute, die ganz andere Probleme haben. Ich glaube, würde ich noch anständig Sport machen oder solche Sachen, dann wäre krass. Dann wäre krass. Ey, ich bin so faul. Aber ich habe auch irgendwann mal demnächst so diesen Rentner-Check-up, den man in meinem Alter haben sollte. Ja, bei mir ist das mit den Flüssigkeiten halt auch nur, wenn ich zu viel trinke, oder das taktische Kotzen halt. Aber quasi dieses Übergeben von wegen Alkoholvergiftung.
Wenn der Körper sagt, ey, Alter, schütt jetzt nicht einen halben Liter 40-prozentigen hier rein. Und dann ein Zimt-Tequila drauf. Das ist eine ganz doofe Idee. Ja, mein Hausarzt hat gesagt, ich sollte das mal machen. Alle meine Werte, was wir gemacht haben, auch für die OP vorher, war alles super. Die haben aber gesagt, trotzdem, man kann das mal machen jetzt. Weil vor Vollnarkose musste ja auch so ein bisschen geguckt werden, ob du das überhaupt überlebst. Wir haben den Teleporter hier. Ich dachte gerade, hier kann doch ein Teleporter irgendwo sein, oder? Aber hier oben bleiben wir jetzt nicht lange. Okay, wir haben die Bergungsarbeiten, wir haben das. Der Big Daddy haben wir auch glücklich gemacht. Verlust der Männlichkeit haben wir auch verstanden jetzt, wie das Elex funktioniert. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, wir müssen nämlich jetzt wieder zurück in die Siedlung. Welche Mission habe ich aktiviert? Ah, jetzt können wir den Berserkern noch sagen. Oh, und ich glaube, wir können auch die Dings abgeben, die Setzerbrote, oder? Ja! Letztes was von Karaoke in Hamburg. Ja, ihr wisst, wie ich singe. Das ist halt eure Folter, was ihr euch da antun wollt. Mir ist es egal. Ob ich euch jetzt live oder online quäle. Ist mir alles recht. Mit dem richtigen Pegel ist so. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ab dem richtigen Pegel sinkt ja auch jeder mit. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Hier, das Setzerboot sollte reichen. Du bist ja der geborene Sammler. Dafür, dass der Magen wieder voll wird, hast du dir meine letzten Splitter verdient. Hier, das ist angemessen genug, oder? Ja, Level up! Das reicht, danke. Gut, ich hätte sonst wirklich tief in die Tasche greifen müssen. Und man will ja noch was zum Leben haben. Nicht schlecht. Ja, muss da gucken, was man in Hamburg macht. Also in Hamburg kannst du ja alles machen. Ich bin jetzt 25. Nee, war 25. Nee, 25 war. Ah, okay, noch, glaube ich. Vom Alter her. Challenge sich da jetzt im Chat die Leute quasi nicht zu stören. Mich stört es aber. Alles hier ist entwürdigend. Zwischen Training und im genetischem Erbe.